Hallo Tyrone, hier ist die Steffi noch immer in Las Vegas. Vergangene Woche war hier die Consumer Electronics Show, die CES, eine der wichtigsten Gadget- und Technikmessen, die wir hier weltweit haben. Und ich wollte euch gerne mal ein bisschen erzählen, wie ich die Messe so erlebt habe und was meine Highlights waren. Allen voran ist die Stadt selbst ein totales Highlight. Für mich war es das erste Mal in Las Vegas. Es blinkt alles, es leuchtet, es ist laut, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das hat mir richtig gut gefallen, weil alles so überwältigend schick ist. Auch die Hotels und Casinos, alles basiert auf so großen Luxusideen. Alles ist aus Marmor und aus Gold, ganz viele Spiegel. Richtig, richtig schick. Was der Nachteil an dieser Stadt war, ist, für 120 Tage hat es nicht geregnet, als wir hierher kamen. Und dann waren wir hier auf der Messe und plötzlich der Wolkenbruch. 2 Tage Dauerregen. Das war richtig krass, weil wir uns gar nicht mehr fortbewegen konnten. Die CES ist eine Messe, die über die ganze Stadt verteilt ist. Also wir haben einmal das Messegelände und dann gibt es sehr viele weitere Hotels und Casinos oder noch ein zweites Messegelände, wo die ganzen Termine und Ausstellungen stattfinden. Wir kamen aber nicht mehr weg, denn wir konnten nicht zum Uber-Pickup-Point laufen, denn die Straße dazwischen war ein großer, reißender Fluss geworden. Leute sind drüber gesprungen, natürlich in der Pfütze gelandet. Wir haben das nicht gemacht, die Technik war uns da tatsächlich ein bisschen zu schade. Rückblickend war das ganz witzig, aber wir haben doch ziemlich dolle unter dem Regen gelitten. Schauen wir jetzt auf die technischen Highlights der Messe. Gehen wir mal durch die Kategorien durch. Wir haben zum einen die Fernsehgeräte. Das Neueste an dieser Geschichte war wahrscheinlich LG, denn die haben ein 88 Zoll 8K-Panel vorgestellt. Das ist das größte seiner Art. Leider konnte man das nicht in der freien Ausstellung sehen. Auch interessant von LG war ein aufrollbarer Fernseher. Das war auch ein sehr, sehr großes Display. Ebenfalls nicht in der öffentlichen Ausstellung. Wir haben davon nur ein Video gesehen, wie das große Display sich in eine kleine Box einrollt, die unter dem Fernseher stand. Da hätte ich tatsächlich gerne mal den Querschnitt gesehen, wie diese ganze Technik funktioniert. War leider auf der Messe nicht möglich. Am Stand von Sony haben wir ein paar neue 4K-Geräte gesehen, die jetzt wieder ein bisschen mehr aussehen wie ein Fernseher. Besonders gefallen hat mir da die HDR-Technik, die wir auch bei sehr vielen anderen Herstellern gefunden haben. Aber dort waren die farbstarken Bilder und die Kontraste sehr, sehr angenehm für die Augen. Samsung hat mit The Wall ein ganz anderes Konzept vorgestellt, das basiert auf Micro-LED und damit lässt sich ein Fernseher in jeder beliebigen Größe herstellen, denn es ist beliebig skalierbar. So könntet ihr eure gesamte Wand im Wohnzimmer in einen Fernseher verwandeln. Jetzt fragt ihr euch, wenn die Wand eher quadratisch ist, was passiert mit dem Kinobild, was im 16:9 Format ankommt? Das wird in der Mitte im größtmöglichen Format angezeigt. Oben und unten, wo normalerweise schwarze Balken sind, kann der Fernseher allerdings zum Beispiel das Muster eurer Tapete widerspiegeln oder noch andere Dinge anzeigen. Auch interessant beim Thema Display, das war noch nicht so ganz neu, ich habe es aber noch nicht gesehen, von Hypervision. Das sind sich drehende X'e, die mit LEDs bestückt sind und wenn die sich sehr schnell drehen und zu einem großen Bildschirm zusammengepuzzelt sind, dann sieht das tatsächlich aus wie ein richtig guter holographischer Effekt. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten gab es auf der Messe noch neue Laptops zu entdecken. Da ist zum Beispiel Acer, die schon wieder den weltweit dünnsten Laptop gezeigt haben. Das Swift 7 ist nur 8,98 mm dick und hat trotzdem ganz gute Technik unter der Haube. Ich habe es mir ein bisschen angesehen, macht einen sehr guten Eindruck. Und auch bei Dell am Stand haben wir ein paar schöne Sachen entdecken können. Das XPS 13, was ja sehr erfolgreich ist aus dem Herstellerhaus, gibt es jetzt in einer anderen Farbkombination. Das ist innen weiß und außen roségold. Am besten gefallen hat mir aber das neue Konzept von Razer, das Project Linda. Da habt ihr ein Laptop-Gehäuse, das quasi nur Display und zweiter Akku ist und ihr packt da, wo normalerweise das Touchpad ist, euer Smartphone rein. Das passiert ganz einfach über den USB-Typ-C-Anschluss, hat sich in der ersten Demo richtig gut angefühlt, auch Spiele liefen flüssig und das Handy ist dann gleichzeitig euer Touchpad. Wir haben keine Latenz gemerkt, sehr cool. Allerdings ist das bisher nur ein Konzept und deswegen wissen wir noch nicht, ob oder wann das auf den Markt kommt und was es kosten würde. Auch beim Themenbereich Roboter haben wir jede Menge gesehen auf der CES. Das meiste spielte sich dabei im Spielzeugbereich oder im Servicebereich ab. Aber es gibt auch so ein paar Konzepte für einen kleinen Kumpel, den ihr quasi wirklich immer bei euch oder um euch habt und mit dem ihr auch spielen oder interagieren könnt. Das ist zum Beispiel von Sony der Aibo, der Hundroboter. Der ist so niedlich, die Bewegungen sind total flüssig und es war einfach ganz, ganz toll, ihm zuzusehen, wie er ein Spielzeug apportieren kann. An einem anderen Stand gab es noch etwas, das nannte sich Buddy. Der war auch ganz knuffig, spielte ziemlich laute Musik ab. Oder auf den Showstoppers bzw. der Pepcom haben wir noch Kika gesehen. Ein Roboter, der durch eure Wohnung fährt und euch das Fernsehbild mittels eines Projektors an jeden Ort wirft, wo ihr ihn gerade haben wollt.
Ganz lustig beim Thema Roboter war eine Gruppe von 4 synchron tanzenden Figuren. Das war so niedlich, denn sie haben den Gangnam Style, die Choreografie perfekt gerockt. Das war auf jeden Fall ein Publikumsmagnet auf der Messe. Roboter, die uns im Alltag helfen können, sind zum Beispiel die Putzroboter aus dem Hause Ecovacs. Die bekommen jetzt ein großes Update und integrieren jetzt die Sprachsteuerung für den Google Assistant oder Amazon Alexa. Da waren wir am Stand und ein ziemlich verrückt aussehender Mitarbeiter von Google hat uns dort eine kleine Demo gegeben. Im nächsten Update der Ecovacs-Roboter ist auch dabei, dass der Grundriss eurer Wohnung, den ihr ja normalerweise beim Einrichten zum ersten Mal erstellt, dass dieser sich jetzt dynamisch verändert bei jedem Mal, wie der Roboter durch eure Wohnung fährt. Habt ihr also Änderungen in euer Mobiliar vorgenommen, dann werden die jetzt gleichzeitig mit aufgezeichnet. Auch immer noch groß auf der Messe sind Augmented Reality und Virtual Reality. Da gab es jetzt viele verschiedene kleinere Brillen, die jetzt nicht so überzeugend waren. Aber am Stand von NASA haben wir die Augmented Reality Brille HoloLens von Microsoft aufgehabt und konnten eine Reise auf den Mars machen. Denn die Bilder, die vom Mars Rover kommen, konnten wir uns dann anschauen. Und das Besondere dahinter war die Technologie, denn die Steine, die wir sehen konnten, wurden direkt in 3D-Modelle umgewandelt. Das wird sehr spannend, was damit am Ende noch möglich wird. Bei Virtual Reality gab es zum Beispiel die 8K-Brille von Pimax. Da haben wir erst gedacht, boah krass, 8K, was für eine tolle Auflösung. Das erste Bild, was ich gesehen habe, war auch ganz nett, weil man wirklich Schwierigkeiten hat, die Pixel auf den ersten Blick zu erkennen. Wenn man sich darauf konzentriert, sieht man sie immer noch. Aber die Brille hat ein Problem, denn wenn ihr ein Objekt fokussiert und euren Kopf bewegt, dann verzerren sich die Perspektiven. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dazu kommt, dass die Brille recht groß ist und auch wenn sie in der Theorie nicht schwerer ist als die HTC Vive, fühlt es sich irgendwie schwerer oder klobiger an. Ein anderes Manko war, dass man sie nicht so gut am Kopf festziehen konnte, weil da einfach nur ein paar Klettverschlüsse zum Einsatz kommen. Zumindest daran will der Hersteller noch arbeiten, aber die Technik muss sich da noch um einiges verbessern. Spannender war da die neue Version der HTC Vive-Brille. Die nennt sich einfach nur Vive Pro und hat jetzt eine höhere Auflösung und integrierte Kopfhörer. Wie sich das angefühlt hat, seht ihr in unserem Hands-on, was wir separat für euch aufgezeichnet haben. Auch ganz groß auf der Messe waren die Schlafgadgets. Da haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten gesehen. Zum Beispiel so eine Schlafmaske, die ich bei den Showstoppers ausprobieren konnte. Dann habe ich noch ein Bett gefunden, das quasi die Bewegung eines Schiffes nachimitieren soll, damit ich wie ein Baby in den Schlaf gewogen werde. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mir ist auf dem Ding eher ein bisschen schwindelig geworden. Außerdem war ganz witzig, es gibt eine Art Kissen. Das ist aber ziemlich schwer und es atmet. Und das soll dafür sorgen, wenn ich damit im Arm einschlafe, dass meine Atmung sich an die Atmung des Babykissens anpasst. Denn es fühlt sich tatsächlich an, als würde ich ein Baby in der Hand halten und dadurch soll ich auch beruhigt werden und besser und länger schlafen. Das für mich absolut größte Ding auf der Messe sind die Gadgets zum Thema Brain Hacking. Ich habe 2 verschiedene davon auf den Showstoppers schon ausprobieren können. Eins davon zur Gewichtsabnahme. Das andere hat eher darauf abgezielt, dass ich über einen längeren Zeitraum wieder ruhiger und ausgeglichener werde und mich dadurch besser fokussieren kann. Und dann haben wir auf der Messe auch noch eins gefunden, das so ein bisschen kleine Stromschläge in unseren Kopf pumpt, was dafür sorgt, dass wir uns besser konzentrieren können. Das klingt alles sehr verrückt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, die mal über einen längeren Zeitraum auszuprobieren, ob man da wirklich ein bisschen mehr aus sich herausholen kann. Für diejenigen unter euch, die gerne mal Gitarre lernen möchten, haben wir auch ein sehr cooles Gadget gesehen. Das war quasi nur ein LED-Sticker, den ihr auf das Griffbrett klebt. Und dann habt ihr eine App, bei der ihr einstellen könnt, welchen Akkord ihr gerade lernen wollt oder welche Noten. Und dann leuchten die LEDs auf dem Griffbrett, sodass ihr genau sehen könnt, mit welchem Finger ihr jetzt auf welcher Seite greifen müsst. Und das ist ein sehr intuitives Lernen, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Jetzt möchte ich euch abschließend noch meine 2 Lieblingsgadgets zeigen. Das ist zum einen eine Dolby Atmos Soundbar von Sennheiser gewesen. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass diese Sounds tatsächlich räumlich um mich herum entstehen, dass es von oben kommt, dass es von hinten kommt und vor allem, dass ich nicht genau in der Mitte vor der Soundbar sitzen muss, sondern dass die Leute links und rechts neben mir auch noch genau dasselbe Klangerlebnis haben, das ich in der Mitte habe. Richtig cool, der Sound war toll, der Bass war toll, da bin ich sehr gespannt drauf. Das finale Design wird wahrscheinlich erst zur IFA kommen und das fertige Produkt könnte noch Ende des Jahres auf den Markt kommen. Ist alles noch nicht ganz raus, auch der Preis steht dazu noch nicht fest.
Das zweite richtig tolle Produkt war eine kleine Roboterente mit einem Plüschbezug außenrum. Das kommt vom Versicherer Aflac und die haben ein tolles Konzept gestartet. Die produzieren diese Roboterenten und schenken sie krebskranken Kindern als kleinen Kumpel, damit sie sich nicht ganz so alleine fühlen, weil Kinder, die im Krankenhaus sind, müssen ja doch einige Zeit alleine sein. Man kann nicht rund um die Uhr bei ihnen stehen. Und dafür haben sie jetzt diese Ente. Und es hilft vor allem auch kleinen Kindern, die vielleicht noch nicht so die Worte finden können, um auszudrücken, wie sie sich fühlen. Denn es gibt verschiedene aus Holz gemachte Kreise, die aussehen wie Smileys, die dann die verschiedenen Emotionen widerspiegeln, ob man glücklich ist oder traurig ist. Und das kann man einfach an den Bauch der Ente halten und dann reagiert die Ente. Und man hört auch am Quaken, ob sie jetzt eher fröhlich oder traurig ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Konzept. Großes Kompliment an diese Firma, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war's von der CES 2018 in diesem Jahr. Wir haben extrem viele coole Gadgets gesehen, auch wenn am Ende des Tages vielleicht nicht so diese mega krasse Innovation bei rumkam, die unser aller Leben in Zukunft verändern wird. Aber hey, die kleinen Schritte müssen auch erstmal gemacht werden. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß hier und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder hier sein können.